Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet aus Oregon heute. Denn der nächste Fisch steht an, wieder im Hardcore-Modus und wir machen es mal auf Forelle. Ich versuche mit der Bachforelle zunächst, wenn das nicht klappt, mit der Remo-Forelle, weil wir das Ultralight-Equipment verwenden. Ich weiß nicht, ob ich die damit rauskriege, wenn sie größer werden. Hier haben wir sie, Featherlight 215 SE, Espira Slim 1500 SE, Fluro 02 und Bison Spin als erstes Mal. Keine Ahnung, ob der geht. Ich werde es einfach versuchen. Jetzt hier ein bisschen warm. Damit werde ich versuchen auf jeden Fall. 2,7 Kilo die Schnur, glaube ich, als schwächstes. Von daher, wenn wir tatsächlich eine Trophäen-Buff-Forelle dran kriegen sollten mit 3,6 oder sowas, könnte es eng werden tatsächlich. Ich habe zur Not auch noch eine andere Route dabei. Falls wir die gar nicht rausbekommen damit, aber wird schon kloppen. Ich glaube, das Schwierigste wird tatsächlich die Köderführung. Weil wir da halt irgendwie versuchen müssen, den Spinner möglichst effektiv zu führen. Ach, hier ist sogar gerade das Turnier im Gange. Guck an. Sind zwar alle auf Forellenjagd hier, aber wir haben mal privaten Chatraum. Und deshalb halb so schlimm. Ich muss jetzt fairerweise sagen, dass ich erstmal meine Bremse einstellen muss. Weil das kriegst du halt sonst nicht hin. Das habe ich nämlich trotz Erwähnen beim letzten Mal beim Wels doch vergessen. Und deshalb habe ich ihn nicht so easy rausbekommen. Das war ein bisschen blöd. Aber die hier muss ich jetzt mal so halbwegs einstellen. Ich glaube, so ungefähr müsste das passen. Wahrscheinlich kann ich sogar noch einen höher gehen. Vielleicht sogar zwei. Brauchen wir nur einen Testfisch. Ah, ich glaube, wir haben gerade keine Beißzeiten. Ich muss gleich vielleicht mal kurz vorspulen. Damit wir hier überhaupt irgendwas schnell an den Haken bekommen und wir dann direkt hier einsteigen können. Oder wir haben zur Not einen Hänger. Wir haben auf jeden Fall einer dran, aber der ist nicht hängen geblieben. Den können wir natürlich da nicht gebrauchen. Auch da hat es nochmal geruckelt. Jetzt hängt er. So, ich glaube, da kann ich tatsächlich noch einen höher. Komm, mach Druck. Na gut, ja. Hat das keinen Druck gemacht, was soll's. Und dann fangen wir an Schwarzbarsch. Der macht natürlich keinen Druck. Aber ich glaube, so ungefähr müsste das von der Bremse passen. Ich kann nicht irgendwo einen Hänger provozieren, wenn ich da so... Ja, ein bisschen kurz. Ich habe gedacht, ich kann kurz mal den Baum da werfen. Aber das kriege ich auch hin. So. Da werde ich ja wohl jetzt hier direkt mal festhängen, oder nicht? Nee, natürlich nicht. Wenn du Hänger brauchst, dann kriegst du keinen. Aber wer, du willst keinen haben, dann hast du sie alle. 2 Meter, gut. Wir machen aus und beten, dann wird es irgendwie was fangen. Ah, der Wurf war schon mal nicht so schlecht. Also den habe ich zumindest schon mal nicht so ganz verlernt. Aber ich muss jetzt irgendwie... Ich glaube, der Köder ist tatsächlich unten. Die Schläge in der Schnur sind minimal tatsächlich. Bei Grundkontakt. Also ich sehe es relativ gut. Ich weiß nicht, wie das hinter in der Videoqualität seht. Aber ich sehe hier zumindest immer so einen kleinen Schlag in der Schnur. Ich nehme einfach mal an, dass das dann tatsächlich der Grundkontakt ist. Ist da die Schnur nicht abgezogen? Ich habe gedacht, da war einer. Kann mich aber auch täuschen. Aber ich glaube, die Bisse hier sind echt mega schwer zu erkennen. Ja, das Ding ist nämlich, wenn der... Oh Gott. Wenn der auf Grund kommt und hier vorne ist... Dann zieht die Schnur halt so nach hinten ab und dann denkst du halt, da ist ein Fisch. Aber ich glaube, das war einer. Den haben wir aber nicht verwerten können. Irgendwie muss man jetzt hier alles gleichzeitig im Auge behalten. Die Schnur, die Rutenspitze. Das kann was werden. Da bin ich echt gespannt, ob wir irgendwas fangen. Ich habe ein bisschen Bedenken, um ehrlich zu sein. Weil mit einem Spinner ist das echt nicht...
echt nicht leicht, da irgendwie was zu erkennen. Und witzig, ich kann nicht mal sagen, ob der schon unten angekommen ist. Also ich könnte fast davon ausgehen, aber normalerweise nach der Zeit müsste er eigentlich unten sein, oder? Ja, da war wieder einer. Aber die bleiben nicht hängen. Vielleicht müssen wir gleich mal einen anderen Spinner nehmen oder halt wirklich mal die Uhrzeit vorstellen. Habe ich natürlich wieder vergessen. Aber ich sollte so ein Angeln echt nicht machen, wenn ich hier 80 Grad im Zimmer habe. Weil man da so fokussiert sein muss, dass man da ein bisschen in Schwitzen kommt. Kommt jetzt was auch, wenn er nicht fokussiert sein muss, weil hier Saunabedingungen hast, aber so eben noch ein Tick mehr. Also wenn ihr Tropfgeräusche hört, dann ist das von mir. Ja? Wundert euch nicht. Euer Wasserhahn ist dicht, ja, aber bei mir ist nichts dicht. Bei mir läuft es. Aber ich will kein Fisch. Ich will kein Fisch. Ich spule mir tatsächlich jetzt die Zeit ein bisschen vor. Dazu muss ich aber eben das wieder anmachen und wir spulen mal auf 12. Das sollte dann passen. Da ist High Noon. Da sollten wir hoffentlich was rausziehen. So. Ich glaube, der hätte besser sein können, aber ist nicht ganz so schlecht, die Würfe. Also die sind zumindest alle so grob Richtung Baumstamm da hinten oder was das da sein soll. Also ganz kacke sind sie nicht. Da waren die beim letzten Mal deutlich schlechter, glaube ich. Ich muss echt einfach so konzentriert sein dabei. Man starrt irgendwie nur auf die Rutenspitze, hat im Augenwinkel so die Schnur dabei und wartet, dass da ein bisschen Rückmeldung kommt, wenn sie denn krumm wird. Ich wüsste mal gerne, ob man eigentlich auch so ein bisschen verpennt, weil man die tatsächlich nur auf dem Ausschlagbarometer sieht. Das weiß ich aber nicht. Ich hoffe einfach mal, dass alle an der guten Spitze angezeigt werden. Jetzt haben wir ja was Dickes dran, oder? Hier, dicke Bachforelle. Dicke Bachforelle direkt. Das kann nicht wahr sein. Ja, das sieht man dann halt eben auch nicht, ne? Also ich. Okay, ich habe halt gesehen, dass ich schnell locker war, da schon, aber der war wieder sehr schnell ab. Der war wieder sehr schnell ab. Ich glaube, da war das wieder so eine halbe Sekunde im blauen Bereich und dann war er ab. Ah, Mist, das war ein dicker. Das war ein guter. Na gut, wahrscheinlich eine normale, aber auf jeden Fall. Die erste Flucht war schon ganz ordentlich. Schade. Schade, dass wir den nicht rausbekommen haben. Aber weiter geht's. Immerhin haben wir schon mal einen Biss verwerten können, sage ich mal, auch wenn wir den nicht rausbekommen haben. Aber zumindest hing er mal kurz am Haken. Aber das, ich glaube, gerade der Forellendrill ist halt schon extrem schwer ohne die Anzeigen. Weil gerade die Forellen schwimmen ja dann schon mal hier links, rechts. Ja, den haben wir nicht bekommen. Und vor allem auch schnell auf einen zu. Das ist dann manchmal echt ein bisschen. Das ist dann manchmal schon schwer, selbst wenn man die Anzeige hat, da die Spannung aufrecht zu halten. Ich meine, gut, mit der Featherlight sollte es eigentlich noch relativ machbar sein, sag ich mal. Aber die kurbelt halt auch nicht so mega schnell. Also wenn die auf einen zugeschwommen kommen. Dann kann man halt zur Not noch die Route nach hinten reißen, wenn man halt die Anzeige hat und sieht, oh, es leuchtet blau, aber wenn du die nicht hast, dann die Route im richtigen Moment mal nach hinten zu reißen, ist einfach, ja, unmöglich will ich nicht sagen, aber braucht wahrscheinlich ein bisschen Übung. Ich glaube echt, Forellen ist so das, zumindest mit das Schwerste, was du so machen kannst mit Hardcore-Modus. Ich weiß jetzt nicht, was schwerer sein soll. Alle Fische mit Pose sind schon mal auf jeden Fall
vergleichsweise leicht. Ja gut, dann hat es halt irgendwie so... Ja, vom Drill her ist, glaube ich, Forelle echt das Nervigste. Aber wir müssen erstmal noch einen in den Haken bekommen. So, jetzt aber. Jetzt aber. Hängt zumindest schon am Haken. Jetzt müssen wir nur rausbekommen. Na bitte zieh es hier nicht 80 Kilometer ab. Vor allem, ich sehe meine Routenspitze nicht. Das ist ein bisschen blöd, dass du die nicht siehst. Ne? Ich hoffe, wenn dann tatsächlich der VR-Support rauskommt, dass man dann Richtung Routenspitze gucken kann. Und dass sie sich nicht mitbewegt aus dem Bild raus. Weil gerade so im Hardcore-Modus, ich glaube nicht, dass man bei VR halt den hat. Vielleicht kannst du den anschalten, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, bei VR ist es, normalerweise spielst du dann halt ohne die ganzen Anzeigedöns. Und wenn du dann die Routenspitze nicht siehst, ich meine, gerade hier bei der Forelle ist es halt wichtig, weil du halt sehen musst, einfach wenn die Spannung nachlässt, um da irgendwie gegenarbeiten zu können. Wenn du das nicht hast, dann ist echt nicht ganz so cool. Deshalb versuche ich das hier irgendwie im Bild zu halten. Und den Fisch jetzt hier irgendwie auszudrillen. Ich glaube, das ist keine Trophäe, sonst würde er, glaube ich, fast nicht zu halten sein. Ich will einfach hier eine normale, schöne Bachforelle sein. Ja, da wollte er wieder. Da wollte er wieder weg. Aber diesmal konnten wir gerade nochmal so rechtzeitig reagieren. Aber die machen schon leicht. Schon Spaß an dem Ultraleichtgerät. Also nie. Und dann auch im Hardcore-Modus natürlich. Macht doppelt Laune auf jeden Fall. Aber wieder so ein kleiner Aussetzer. Manchmal echt so zack. Auf einmal Spannung weg. Aber jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie ausgehebelt. Und jetzt kommt sie raus. Was haben wir hier am Start? Schöne Bachforelle 1,9 Kilo. Nicht mal eine große, aber an einem feinen Gerät macht die schon Bock. Also ich glaube tatsächlich, dass wir den Trophäen-Bachforelle nicht halten können mit dem Teil. Ich meine, ich habe sogar mal welche damit gefangen, oder? In irgendeinem... Ich glaube gerade als das Ultralight jetzt hier noch rauskam, habe ich ja viel damit geangelt. Ich weiß nicht, ob ich die da rausbekomme, aber ich habe auf jeden Fall hier geangelt, wahrscheinlich auch. Dann vielleicht mal eine Trophäe erwischt, die ich dann eventuell rausbekommen habe oder auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Aber immerhin ist der erste Fisch tatsächlich im Kescher. Also, einen immerhin schon mal aus dem Wasser geholt. Trotz erschwerter Bedingungen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich glaube beim Zander, na gut, hat auch nicht so viel länger gedauert. Ist auch schon wieder Hälfte rum. Aber wir hatten hier zumindest schon mal ein paar Fehlbisse. Das hatten wir beim Zander am Anfang gar nicht. Da war ja tote Hose. Und hier einer ausgestiegen im Drill. Ein paar Bisse verhauen. Kann schon mal passieren. So, da war jetzt nichts bei. Also versuchen wir es einfach weiter. Ich könnte eigentlich auch mal versuchen, einfach durchzukurbeln. Mache ich jetzt mal. Ich hoffe, ich habe jetzt die Mausgeschwindigkeit richtig, beziehungsweise die Spurgeschwindigkeit richtig eingestellt. Ich habe einfach mal mit einem Klick nach unten gedreht an dem Mausrad. Das sollte eigentlich passen. Ja, da war auch einer. Ah, die Schnur, die wird manchmal so... Wird die so locker, warum das denn? Vielleicht zu weit oben. Lass mal absinken. Na, der treibt auf jeden Fall schnell nach oben. Wir sind halt auch die Spinner, ne? Die haben halt so einen Wasserwiderstand, die sind relativ zügig. Dann eben auch an der Oberfläche. Wir können es mal mit Stufe 1 versuchen, ob das irgendwie besser klappt. Aber erstmal werfen wir aus. Dahin haben wir schon ein Biss gehabt, von daher. Oh, der war kacke. Der war auf jeden Fall viel zu kurz. Und dann noch ein Hänger.
Herzlichen Glückwunsch. So, Stufe 1 hier durch. War das gerade ein Biss oder war das noch die Nachwirkung vom Hänger? Wenn es ein Biss war, habe ich ihn nicht verpennt, aber ich war irgendwie zu perplex, um anzuschlagen. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass er bei Stufe 1 besser unter Wasser bleibt. Ja, auch nicht mein bester Wurf. Was ist denn jetzt los? Hab den Wurfrhythmus verloren. Egal, wir lassen ihn erstmal absinken und dann schauen wir mal, ob auf 1 was geht mit den Fischen. Beim einfach reinkommen ist halt immer der Biss ein bisschen leichter zu erkennen. Wenn die Rute sich krümmt, sollte man anschlagen. Aber da krümmt sich gar nichts. Wir können es ja sonst zur Not gleich auch nochmal auf die Bachforelle versuchen. Auf die Bachforelle, auf die Regenbogenforelle. Können wir jetzt machen. Vielleicht haben wir da irgendwie mehr Erfolg. Eine Bachforelle haben wir ja gefangen. Also testen wir mal hier, ob hier noch irgendwas geht. Was forellenmäßig aussieht. Weil hier können wir auch mit verkackten Würfen noch Fische fangen. Aber ich glaube, hier sinkt der tiefer, ne? Da müssen wir jetzt echt bisschen aufpassen auf die Schnur, dass wir das nicht irgendwie verpennen. Na, ich glaube, jetzt ist er unten angekommen. Dann fangen wir mal an. Ich versuche es auch erstmal mit einkurbeln einfach. Aber da passiert bis jetzt auch gar nichts. Doch. Oder was war das? War das ein Fisch oder war das was anderes? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es einfach irgendein Bug in der Schnur war oder so. Werden wir spätestens beim zweiten Wurf wahrscheinlich feststellen, wenn das wiederkommt. Dann war es vermutlich kein Fisch. Ah, der Wurf war ganz in Ordnung. Aber komm, eine Bachforelle können wir doch zumindest noch fangen. Das sollte ja wohl machbar sein. Ist der schon unten angekommen? Nichts gesehen. Ich versuche jetzt mal wieder mit Stop and Go. Ah, direkt ein Hänger, aber haben wir gelöst. Ich muss echt andersrum angeln, weil so sehe ich die Krümmung nicht so gut wie hier. Hier kann ich so ein bisschen seitlich auf die Route drauf gucken. Von der anderen Seite ist das nicht ganz so gut. Da war ein Ruckler. Und da ist auch der Fisch. Ich wollte schon sagen. Da ist auch der Fisch, der hat zum Glück sich quasi selber angeschlagen. Da brauchte ich nicht viel machen. Ist das ein Barsch? Ne, Forelle, ja. Regenbogenforelle haben wir hier am Start. Guck an. Aber eine kleine. Eine junge Regenbogenforelle. Geht auch auf den Spinner. Oh ne, da habe ich glaube ich. Oh ne, der war eigentlich ganz gut. Ich dachte eigentlich, ich habe den zu lange dran gelassen. Aber der war in Ordnung. Ich mach's nochmal mit Stop and Go. Stop and Go scheint irgendwie besser zu funktionieren. Ist was ein bisschen aufwendiger vom Aufpassen her, wann da irgendwas auf dem Boden ankommt. Aber an der Stelle geht's eigentlich sogar zu erkennen, weil die Schnur dann immer so plöpp macht und nach oben treibt. Da erkennt man das eigentlich doch relativ gut, wann sie denn wirklich Grundkontakt hat. Das ist immer so ein. Na, ich weiß nicht, ob das alles Fische sind, was da.
manchmal reinknallt. Aber das ist einer. Das ist ein Fisch und den haben wir an der Leine. Also Regenbogenforellen beißen auf jeden Fall besser, aber das haben die schon von jeher getan. War schon immer besser als Bachforellen. Da haben wir sogar eine normale noch gefangen. Guck an. Packen wir ein und versuchen nochmal eine dritte zu fangen. Bei denen klappt es ja offensichtlich etwas besser, aber der Wurf war natürlich Bullshit. Macht aber nichts, weil dafür sind wir hier hingegangen, denn an dem Spot fangen wir die auch vor den Füßen noch. Deshalb ist es nicht ganz so schlimm. Wir verspielen jetzt natürlich die Meter, die wir da hinten noch gehabt hätten, aber was soll's. Bisschen Schwund ist halt immer. Aber diesmal doch. Da kommt sie noch. Ich sag ja, vor den Füßen sind sie auch noch am Start. Könnte sogar eine stärkere sein. Das ist einfach die erste Flucht wieder. Oh, das ist super. Nicht, dass wir jetzt hier die Uni hier rausziehen. Dann haben wir, glaube ich, ein klitzekleines Problem. Aber ich glaube eher, wenn, dann ist es maximal noch ein Trophäenfisch. Oh Gott. Der ist aber schon gut weggekommen. Nur nicht zu weit, mein Freund. Und vor allem nicht zu wild. Damit ich dich halten kann, ohne dass ich die Spannung verliere. Ja, der schwimmt mal links, rechts, also allzu weit zieht der im Moment noch nicht raus, aber der macht schon, glaube ich, immer so ein paar Meter, weil halt die Bremse die ganze Zeit geht. Müssen wir mal beten, dass der auf Dauer ein bisschen müder wird. Ich glaube, wir nehmen auch immer ab und zu mal ein paar Meter wieder ab, aber naja, jetzt ist er wieder ein bisschen näher. Aber wir müssen nur aufpassen, dass wir genau das vermeiden. Und jetzt haben wir, glaube ich, ausgehebelt. Das ist, glaube ich, tatsächlich der Trophäenfisch. Sehr gut. Haben wir den auch noch gefangen. Guck an. Regenbogenforelle in Trophäengröße. 2 Kilo. Das mit der Ultralight und auf Hardcore. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss vom Video. 4 Stück haben wir gefangen. Regenbogenforelle also tatsächlich besser. Also ich würde, wenn ihr das versuchen wollt, fangt mit der Regenbogen an. Die sind auch vom, erstmal vom Gewicht her generell ein bisschen kleiner, wenn ihr nicht gerade die Trophäen und die einzigartigen erwischt, als die Bachforellen. Dann könnt ihr euch daraus erstmal dran gewöhnen und dann könnt ihr umsteigen auf die Bachforellen. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Da bis dann. Petrial, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.